mal ganz kurz was nachgucken. Ja, schon wieder die Technik versagt. Das ist aus. Nein, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? So, jetzt. So, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Hoffe ich. Hoffe ich. So, lese trotzdem nochmal. Oder wieder zurück. Hallo Hybrid! Ich wünsche auch dir einen wundervollen Abend. Und was heißt dir Sucht dies? So, ich hatte jetzt übrigens aber kurz die Sound Alerts aktualisiert, weil Fotos meinte, sie funktionieren nicht. Als ich jetzt eben nach dem Aktualisieren nochmal geguckt habe, sollte es eigentlich wieder funktionieren. die Mannschaft, die England vertritt, hat der Mannschaft, die Deutschland vertritt, zweimal in den Sack getreten. Wo ich vor allem gleich einen Krieg erklären. Wir blöd. Die haben reichsdeutsche Panzer als die BRD. Oh mein Gott. Ach, dieses ganze Fußballgedöns, das ist ja überhaupt nicht meins. Ich bin nur froh, dass für uns der Spuk jetzt vorbei ist. Also blöd, wie das auch klingt. Und es tut mir leid, wenn ich da irgendwelchen Fußballfans auf den Schlips trete, aber Schluss ist. Ich kann mir gestohlen bleiben. So. Ich will gar nicht mehr weitermachen. Die Deutschen sind verdient rausgeflogen, aber sie waren nicht die schlechtere Mannschaft. Das war mal Glück, die haben genauso dusselig gespielt. Ich hab's nur halb von oben vernommen, weil Frisches oben ein bisschen randaliert hat. Also, was heißt randaliert, aber mitgefiebert. Mitgefiebert war das Wort. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es hier drin noch schlimmer werden kann, ne? Da haben wir diesen Drecksgalia den Weg frei gemacht, aber das konnte ja auch keiner ahnen. Na, doch konnte. Immerhin hatte die Ethera mal einwandfrei funktioniert. Dank ihr und dem mutigen Opfer von Iceland stehen wir jetzt tatsächlich in Azizla. Jetzt heißt es schnell die Fährte aufnehmen. Wer weiß, wo der Papst und die Ashrians inzwischen sind. Issyl, die Reinheit deines Herzens hat sich in deiner letzten Stunde noch einmal gezeigt. Insgeheim hatte ich mir gewünscht, du wärst eines Tages ein Mitglied unseres Bundes geworden. Doch nun ist alles ganz anders gekommen. In diesem Addon sterben verdammt viele Leute. Kann das sein? Na gut, was heißt verdammt viel, aber. Es sterben sehr viele auf traurige Art und Weise. Mag ich nicht. Nein. Alfino. Aber woher hat sie nur gewusst, was wir vorhatten? Wo wir waren? Pressfeger fühlte vielleicht durch die Kraft des Auges, dass ich bei mir trage, wo wir waren. Und Iceherz wiederum stand in enger seelischer Verbindung mit Tressvega. Er muss ihr vermittelt und sie im letzten Moment hierher gebracht haben. Ja, aber warum hat Tressvega das gemacht? Das ist schon wieder die andere Frage. Jedenfalls hat sie ihr Leben gegeben, weil sie an unsere Mission geglaubt hat. Dann sollten wir die Sache auch durchziehen. Auf geht's. Ich will nicht mehr weitermachen. Seht ihr die Kuppe da vorne? Die sehen wir uns mal an. Ich will nicht mehr weitermachen. So, ich habe jetzt hier mal das Licht ausgeknipst. Will nicht. Kann ich hier eigentlich? Ja, kann ich. Warum will ich denn zu Fuß gehen? Ne, natürlich. Ich will den Pegasus haben. Das weiß ich nicht, wie ich davon soll. Ich weiß nicht, ob das schwer geblieben ist. Ich
Ich habe, wie gesagt, Fußball so null Ahnung. Ich bin aber auch ganz dankbar für. Eine Sache weniger, über die ich mich aufregen kann im Leben. Teilchen. Da wir keine Ahnung haben, in welcher Richtung der Papst ist, sollten wir erstmal unsere Sachen deponieren und von hier aus schwärmen. Also es scheint tatsächlich ziemlich groß zu sein. Ziellos zu suchen wird uns kaum zum Papst führen. Hast du einen Plan? Das interessiert mich auch nicht so wirklich. Nee, das ist so. Also da gibt es andere Sachen. Aber ich freue mich natürlich, wenn dein Tod schon mal gewinnen würden. Und für die Leute, die sich dann halt auch machen. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass ich keine Tasse habe, ne? Ich bin zu voll, die Tasse auf dem Regal zu holen. Nun, der hier ist ja offensichtlich ein Landeplatz für Luftschiffe und ein recht stattlicher dazu. Wenn ich der diensthabende Ingenieur wäre, würde ich ihn mit dem Zentralbereich verbinden. Es muss hier ein Terminal oder was ähnliches geben, bei dem man auf alle Informationen zugreifen kann. Sehen wir uns also mal um. Ich bin ja so ein bisschen am Überlegen, ob ich Freitag wieder einen ganzen F14-Tag mache. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Sehen wir es. Oh, noch ein Zielort. Noch nicht. Ach, in die Richtung. Ach, du grüner Neuner. Ich glaube, das dauert doch ziemlich lange, bis wir hier am Ende sind. Weil ich, wie gesagt, jetzt schon gar nicht mehr wissen will, ob ich das Ende überhaupt erreichen möchte. Man kann direkt fliegen. Echt? Kann man? Probier's aus. Also ich kann nicht fliegen. Also zumindest habe ich noch eine Quest für den Dingens. Sag mal schnell. Muss in die Richtung. Ja, alles gut. Kommt schon noch. Ich denn hier ganz hin? Ah, da hinten. So. Dann halten wir mal Ausschau. Das sieht cool aus.
Jautsch. Aua, aua, aua. Was machst du denn schon wieder? Chef, das Gerät hat... Da hat so interessant ausgesehen. Wolltest du nur ganz kurz unter die Lupe nehmen? Da habe ich plötzlich Sterne gesehen. Wetsch, verdammt nochmal. Wir sind nicht zum Spaß hier. Wer weiß, was die Lager hier für Fallen aufgestellt haben. Gelegt haben, was auch immer. Tut mir leid, Chef, aber ich habe doch immerhin was gefunden. Ein defektes Abwehrsystem. Na, herzlichen Glückwunsch. Nein, 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 es ist nicht defekt. Hier, schau mal. Vielleicht sieht er wieder Sterne. Lol. Was sagst du jetzt, Chef? Leitsystem aktiviert, initialisiere Startsequenz der Nutzungsvereinbarung zustimmen. Nein? Warum nicht? Warum steht da eigentlich nicht nein? Warum muss ich eigentlich zu allem immer ja sagen? Hat man mich mal gefragt, ob ich das überhaupt will? Nein! Lizenz bestätigt, neuer Benutzer wird eingelegt, Namen eingeben. Angeben. Ich bin Wetsch und das ist Aidari. Neuer Benutzername Wetsch und das ist Aidari. Oh mein Gott. Willkommen im Azizla topografische Information geladen. Wegleitsystem bereit. Wetsch und das ist Aidari. Oh Mann, ey. Ich hab vorher so semi-gut, oder? Oh. Nice. Blechbüchse, gib mir die komplette Logdaten Daten für die Systeme dieser Anlage. Eda, der Chef hat dir was befohlen. Okay. Explodiert das ganze Ding. Geht doch. Also ist klar, Gruppe künstlicher fliegender Inseln. Ja, das wissen wir. Momentaner Aufenthaltsort, Helix, momentaner Status, Reaktivierungsphase. Das hat hier also Reaktivierungsphase? Hat wohl der Papst ins Rollen gebracht, indem er den Schlüssel zur Insel benutzt hat. Blechkugel, wo sind hier noch andere Leute? Im Eterochemischen Forschungslabor auf dem Flaggschiff, das scheint die Zentralinsel zu sein. In einer schiffsartigen Anlage namens Fraktalkontinuum scheint sich jemand aufzuhalten. Unautorisierter Zutritt im Gamma-Quadranten. Abwehrsystem aktiv. Was sagt ihr dazu? Weißt du? Das müssten die Galliar sein. Der Papst hat ja den Schlüssel, aber wo ist er? Ich denke nicht, dass er so weit geflogen ist, um still in seiner Sonnenstrahl zu sitzen. Blechbüchse, wo registrierst du den größten Energiefluss? Beim Blechbüchse, geiler Name. Innerhalb des Eterochemischen Forschungslabors, also. In der Triadenkonstruktion. Triade? Drei Götter. Hier ist wohl Schluss. Militärgeheimnis Klasse A. Er verlangt irgendeinen Code. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Was, wenn es eine Falle ist? Seit wann kann man sich so leicht in allergische Informationssysteme einklinken? Trotzdem müssen wir uns zum Labor vorarbeiten. Der Papst und die Azurgarde sind bestimmt dort. Wir haben keine Wahl.
Ihr Lager haben Dalamut gebaut und Bahamut darin eingekerkert. In ihrem zentralen Forschungslabor müssen Geheimnisse begraben liegen, die man diesen Konsorten lieber nicht in die Hände fallen lässt. Ach ja. Okay, dieses Mal sind es aber wenigstens nicht so viele Kristalle, die wir brauchen. Wir kriegen also wahrscheinlich pro Hauptquest dann wohl eine. Eine dieser Ätherquellen. Das vereinfacht die Sache. Christen. Der so vorkommt. Ja, wirklich. Es ist so mal was anderes. Nach wie viele Welten waren es? 5? Also Maps. Ich glaube 5 Maps. Dinger waren es, ne? Ja. Ja, ist doch schon ganz nett. Da ist mein Haargummi. Schon besser. Gut. Also nach da hinten hin. Was hat denn der Krämer? Ich denke mal. Also gut, bei F14 klappt meine Zeitangabe sowieso nie. Geplant ist bis 0 Uhr. Aber wir sagen mal 2 Uhr, weil um 0 Uhr ist eh noch nicht Feierabend. Ich kenne mich. Und alle anderen wissen es genauso, wenn ich F14 zocke. Sofern es mir gesundheitlich gut geht, geht es bei F14 eh immer 1 bis 2 Stunden länger. Also ist meine Planung für 0 Uhr eigentlich hinfällig, sondern wir sagen 2 Uhr. Hallo Kaya! Schön, dass du reinschaust. Hab gerade den Abspann von Heaven's Wars. Ich will auch. Also nein, eigentlich will ich nicht, aber ich will. Aber ich will nicht. Kennst du? Kennst du? Okay, das ist jetzt nichts, was ich haben wollen würde. Melde ich mich Lurk Munk. Melde ich mich Lurk Munk voraus. Ui. Und dann viel Spaß und Glück. Ich wünsche dir eine wundervolle Nacht. Und ja. Dann vielleicht bis morgen. Box fühlt mich ja auch wieder. Kenn ich. Ja, alles fit soweit. Alles fit. Und bei dir? Auch alles im Saft. Na lecker. Ich bin mir noch nicht sicher, wo ich hier hin muss, aber... Ja klar, da komme ich natürlich so nicht hoch. Aber da kommst du ja genau richtig, Kaya. Naja, wir sind jetzt zumindest, sofern ich das denken kann, glauben kann, auf der letzten Karte von Heavensward, also auf der letzten Map hier. Werden wir nur wahrscheinlich jetzt hin und her hier laufen. Und eventuell, je nachdem wie lange ich heute brauche und ob ich mir nicht wieder 30.000 Sachen angucke, oder Ewigkeit für irgendwelche Indies brauche,
könnten wir es vielleicht durchkriegen, das Addon. Eventuell. Unter Vorbehalt. Ich weiß ja nicht, wie lange das insgesamt noch geht. So ein bisschen beeile ich mich für mich, dass ich heute so viel wie möglich noch schaffe. Ey, komm, ich habe mir bisher, seit wir angefangen haben, nur eine Sache angeguckt und das war ein Fuchs. So. Mehr habe ich mir heute nicht angeguckt. Allein von den Zwischensequenzen. Ja, wie gesagt, wir haben ja bis 2 Uhr. Das ist erst 21.18 Uhr. Wenn ich mir nicht zu sehr verhaspel im Lesen. Jetzt lass es mir wirklich... Ja, siehst du? Und wenn ich keine Pausen mehr zwischendurch mache. Und wenn wir wahrscheinlich bis 4 oder 5. Wobei, rein theoretisch könnte ich morgen sowieso durchmachen. Weil ich sowieso aufstehen muss, wenn Frisches aufsteht. Ja, er kann sich zurzeit nicht alleine anziehen. Er hat heute eine kleine OP. Deswegen darf ich ihm morgen beim Anziehen helfen. Dann muss ich sowieso früh aufstehen. Aber ich könnte auch durchmachen und mich dann ins Bett legen. Kann ich auch machen. Ich schick dich um 5 Uhr schlafen. Tust du das? Dufte, wie lange dauert es ungefähr? Weil du hast es ja schon gespielt jetzt. Wie lange dauert es ungefähr noch? Wie letztes Mal. Stimmt. Das eine Mal hat es ja auch geklappt. Ja, nur noch 3 Dinger. Ich habe so 5 bis 6 Stunden gebraucht. Mit viel Skippen und Wartezeit für Dungeon. Und ich denke mal, Wartezeit sollte, je nachdem, wer von euch noch mitkommt, eventuell nicht ganz so lang sein. Die kurzen Gespräche hier skippe ich ja auch. Okay, ich schätze jetzt einfach mal so 7 bis 8 Stunden. Ich könnte es schaffen. Je nachdem. Je nachdem, wie lange ich mache. Ich kann heilen, dann geht's, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn du als oder wenn ich zumindest mindestens einen als Heiler dabei habe, eventuell noch einen Tank, dann würde es definitiv gehen. Ich versuche mich einfach ein bisschen ranzuhalten. Pausen mache ich heute sowieso nicht so viel. Heute habe ich auch keinen Lehrling dabei. Heute ist der Kaya leider nicht mit dabei, nur im Chat. Wobei wir allerdings schon bei der nächsten Frage sind, die ich an Kaya richten muss. Wann hast du wieder Zeit für FF14? Privat wie auch Stream. Wie bei der Mafia? Huch, ich bin aber falsch geritten. Die Viecher machen mir ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Noch sieht es nicht besonders richtig aus.
Ich glaube, mein Orientierungssystem wird, ne? Orientierungssinn wird mich hier erst eher zurücklassen. Nicht dich lassen. Das ist, glaube ich, das größere Problem, was ich hier habe. Die gehen lassen schon mal ab, wo ich überhaupt hin muss. Oh, eine Chimera. Eigentlich nur noch da unten. Ist mir verzweigt. Ja, ich merke das schon. Das gefällt mir gar nicht. Das ist überhaupt nicht gut für meinen Orientierungssinn. 100 pro verlaufe ich mich jetzt wieder und irgendeiner muss mich wieder zum Zielort bringen, weil ich mich so verfranst habe. Ich sehe das jetzt schon kommen. Alter Falter, ich bin hier weg. Ich will nie mehr. Mag die Gegend nicht. Die Gegend ist blöde Kacke. Ups. Geschichte. Ja, ja, Fade, Fade, Fade. Ist gut. Protonager. Tachchen. Und dann gibt es die Art von Spieler, die tatsächlich gegen jedes einzelne Fitzelmonster kämpfen wollen. Wie komme ich da runter? Wie komme ich genau da? Okay. Klappt doch. Man kann runterfallen. Das war Absicht. Das war geplant. Ich habe auch mal wieder Lust. Ja. Diablo 4, ja. Das Schlimmste ist, ich muss noch Diablo 3 spielen. Ich habe 1 und 2 geliebt. 3 besitze ich seit, ich glaube, jetzt einem halben Jahr. Und ich muss 3 unbedingt noch spielen. Musik passt hier nicht. Ah nee, das ist ja die Musik zu meinem Reittier. Würde ich gerade sagen. Nicht so fröhlich. So furchtfröhlich. Fröhlich. 12 von 3 ist auch echt nicht schlecht. Ich bin ja. Oder ich war ja echt mal im Überlegen, ob ich Diablo 3 im Spiel. Im Stream spielen soll. Irgendwann. Mal. Dieses Jahr. Ich bin mir unsicher. Weil ich ja doch nicht weiß, ob das was für euch wäre. Vor allem, weil es wieder so ein Spiel ist, von dem ich keine Ahnung habe. Also das Grundprinzip kenne ich. Bis vor aus dem 4. informiert. Echt? Ist das so? Oh, ich hätte echt mal Bock auf den 3. Teil. Ich glaube, Teil 1 besitze ich auch. Das Problem am 1. Ich kann halt kein Englisch. In dem Stream wäre das halt. Also für mich alleine kann ich spielen. Aber im Stream wäre das, glaube ich, schlecht. Oh.
Die brauche ich auch noch. Gibt's da Audiologs drüber? Ah, okay. Diablo 2 war auf Deutsch, oder? Oder war das auch auf Englisch? Okay. Ja, dann würde ich wahrscheinlich eher zwei spielen. Weil wie gesagt, ich habe den ersten Teil früher tatsächlich als Kind rauf und runter gespielt. Das Witzige ist, ich habe im ersten keine Ahnung, um was es geht. Ich saß anfangs echt noch mit einem Wörterbuch daneben, um mir so die wichtigsten Sachen halt begreiflich machen zu können. So dass ich auch, ich denke, heute noch spielen könnte. Aber ich habe die Story in zwei. In eins nie verstanden, weil ich kein Englisch konnte. Ich weiß bis heute nicht, worum es im ersten Teil überhaupt geht. Und müsste ich echt mal nachholen. Oh, jetzt muss ich da wieder hoch. Na, ich hoffe, ich habe mir den Weg gemerkt. Wie die. Aber schön, dass diese Sound-Alerts wieder funktionieren. Das ist gut. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Ja, vorhin ging so nicht. Brutus wollte, glaube ich, noch einen Alert machen zum Abschluss. Das ging aber nicht. Und deswegen hatte ich dann vorher nochmal nachgeguckt. Ich hatte es vor Forms oder während des Streams am Anfang noch aktualisiert, aber irgendwie mögen mich die Sound-Alerts zur Zeit nicht. Böses Sonderlutz, ja, ne? So. Willst du durchlaufen? Was? Ja? Oh Gott, was passiert denn jetzt? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ist das jetzt immer wieder hier die gleiche Sequenz? Ich gehe mal von aus. Ja. Wir sind jetzt so weitergekommen. Ja! Und sehr weit. Finde ich sogar. Wir haben einiges geschafft. Wenn du die Tage, also morgen, übermorgen oder überübermorgen, Zeit hast, kann ich ihn dir privat mal zeigen, wenn du magst. Und Interesse besteht natürlich. Wenn du nicht willst, dann. Bin ich auch mal hinbekommen. Kriegen wir hin, das ist immer so eine unzufriedenstellende Antwort. Kannst du mir denn ungefähr sagen, wann? Ungefähr. Welchen Tag? Das sind nämlich immer so die Antworten, die man nicht hören möchte.
Aber sie dann auf nichts einstellen kann. Auch freut mich, dass du es mit Longest Running hingekriegt hast. Donnerstag ist super. Donnerstag habe ich auch Hund frei. Also Donnerstag ist super. Oh ja. Yeah. Das ist auch verblühen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Unser Ziel liegt im Zentrum von Azizla. Die dritte Einheit bleibt hier und bewacht das Schiff. Die zweite schwärmt aus und beseitigt die allergischen Fallen. Die erste Einheit kommt mit mir. Wir sichern das Forschungslabor. Ist das mein... ein Gespräch, wo das automatisch weitergeht? Wenn die Informationen des Frumentariums stimmen, finden wir dort die Antwort darauf, wie die Alaga es schafften, Primae lebendig zu fesseln. Diese ätherfressenden Parasiten gilt es auszumerzen. Das ist unsere oberste Weisung. Der ist okay. Ja, definitiv. Der Lakaien hat sie bisher wieder und wieder auferstehen lassen. Wenn wir aber das Geheimnis der Alaga herausfinden, können wir den Kreislauf ihrer Wiedergeburt durchbrechen und uns den ewigen Dank des Kaisers sichern. Natürlich könnte das. So großzügig der Kaiser Erfolge belohnt, so wenig verzeiht er Niederlagen. Sorgen wir dafür, dass wir mit der richtigen Nachricht vor seinen Thron treten können. Wissen, wie man Primae lebendig fesselt. Darauf haben es die Galliar also abgesehen. Dann liegt hier auch die Antwort auf die Frage verborgen, wie die Alaga Bahamut in ihren künstlichen Mond bannen konnten. So könnte man wohl tatsächlich verhindern, dass ein Primae erneut beschworen wird. Vielleicht ist das die Lösung, nach der wir so lange gesucht haben. Nein, Yshtola, das kann nicht die Lösung sein. Denk doch daran, welches Leid Bahamut über Eorzea gebracht hat. Wir dürfen die siebte Katastrophe niemals vergessen. Du hast wohl recht. Eine so lange Zeit in Gefangenschaft lässt den Hass eines jeden Wesens ins Unermessliche wachsen. Das Risiko ist zu groß. Unser Ziel ist der Papst. Wenn wir uns jetzt mit den Galeanen anlegen, lacht er sich ins Fäustchen. Mhm. Ja, natürlich. Erst halten wir ihn auf, danach kümmern wir uns um die Galear. Ich will nicht. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Kaya, was sagst du eigentlich zu meinem Besen? Da! Siehst du den Besen nicht? Den habe ich am Sonntag bekommen. Den bin ich ja Michi, der Magier. Ja, stimmt. Bin im Glück. Mach das, Luna.
Aber das ist ein Besen von dem ersten Teil von FF. Aus Matoyas Höhle einer der Besen. Dera und Mira, oder beziehungsweise Mira und Dera haben zusammengeschmissen und Dera hat mir den gecraftet. Ich hab geheult vor Freude im letzten Stream. Dann war ich etwas sehr nah am Wasser gebaut. Weil ich die ganze Zeit diesen Besen haben wollte und dann kommt Dera an und craftet mir den. Wie komme ich da hoch? Welchen Weg muss ich gehen? Das ist der falsche Weg. Ja, ist es. Ich lief. Castrum Solos. Oh Gott, wenn ich schon Castrum höre. Das Wort Castrum ist nicht gut. Ich muss vor Job freigeschaltet und kann die dann das vom. Hallo! Wo kommen wir denn da hin? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich hab doch keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, das sieht richtig aus. Eine Lebensaufgabe. Den Job kriegst du auch, Kaya. Nee. Ui. Ich bin offiziell. Wärst du gerne? Hoppla. Und die müssen wir was wegputzen. Aha. Nein, das geht doch gleich in die Hose. Drei. Zwei. Eins. Ärger. Dachte ich mir doch. Deswegen kam auf einmal keine Nachricht mehr von meinem Trupp. Beim letzten Mal wurden wir unterbrochen. Aber diesmal haben wir viel Zeit füreinander. Zeig mir doch mal, was eine Kriegerin des Lichts so besonders macht. Oh, wollt ihr das wirklich wissen? Ich kann es euch nämlich nicht sagen. Beim Krieg.